Hallo zusammen, ich habe hier zwei gleiche Kühlschränke, aber der eine ist nicht ganz gleich. Und zwar haben wir hier den 85F, der hat kein Eisfach, hat aber jetzt nichts damit zu tun. Und das ist ein Kundenwunsch, der hat ein Eisfach, das ist auch Standard, der 85N. Und der Kunde hat geschrieben, er hat Probleme mit der Einbautiefe. Er hat mir auch eine Zeichnung gemacht, weil hier oben am Kühlschrank, das ist der Querschnitt, hat er einen Träger. Er hat also einen Bus ausgebaut oder bekommen, jetzt war ein Dometic drin. Und hinten oben hat es einen Träger. Und beim Standardkühlschrank, wenn man den dann von der Seite anschaut, habe ich hier, kommt die Leitung raus und hier geht die Leitung runter. Und das ist dann so abgedeckt mit dieser Abdeckung. Und diese 3 cm, die sind bei uns auch im Katalog drin, der ist unten verlinkt, eingezeichnet. Da haben hier die Zeichnung und hier hinten sind diese 30 mm oder 3 cm, das ist die Tiefe von dem Teil eingezeichnet. Es läuft bei ihm hier so ein Träger durch und er bringt den Kühlschrank nicht ins Loch rein. Jetzt haben wir das geändert, der Original stelle ich weg. Und der sieht jetzt so aus. Gemäß seiner Zeichnung haben wir hier die Kälteleitung ins Gehäuse versenkt. Das heißt, wir haben hier einen Schlitz gemacht, links und rechts runterfahren, einfach jeder machen, ist kein Problem, nur ihr dürft die Kälteleitung nicht erwischen, ihr dürft die Thermostatenleitung nicht erwischen. Das Teil rausgeschnitten, den Polyurethankern hier rausgeschnitten, die Leitung reingedrückt, fixiert mit dem Klebeband und dann wieder ausgeschäumt. Und so kommt erst die Leitung hier unten raus und durch das hat er das Problem nicht, dass hier dieser Träger im Weg ist oder weniger im Weg ist und man kann den Kühlschrank weiter nach hinten schieben. Ja, das ist dieser Kundenwunsch. Wir sind natürlich flexibel und machen das, weil wir ja Kühlschränke auch herstellen. Wir können auch eine externe Leitung machen und so weiter. Es gibt noch den 95er. Das ist fast der gleiche Kühlschrank, gleich breit, gleich tief, aber der hat ein externes Kühlaggregat. Mache ich euch einen Link hier. Und sonst über dem 85er, genau beschrieben, innen drin, hier unten. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.